Aus dem IHK-Kammerbezirk Magdeburg haben 3.336 Auszubildende im Jahr 2019 ihre Abschlussprüfung in ihrem Beruf bestanden. Für die Besten in den jeweiligen Ausbildungsberufen gab es am 9. November eine besondere Ehrung. In der Johanneskirche in Magdeburg zeichnete die Industrie- und Handelskammer Magdeburg die besten Prüfungsabsolventen des Jahrganges 2019 aus. An der Feierstunde nahmen neben den Prüfungsabsolventen und ihren Angehörigen auch die Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt, Petra Grimm-Benne, teil. Und das macht mich voller Stolz, dass wir aus unserem Land Beste haben in der Ausbildung, dass die duale Ausbildung, dass wir zeigen können hier in unserem Land, was wir machen können und gestalten können. Und ich bin da unendlich stolz darauf und ich finde, wir sollten in Sachsen-Anhalt öfter auch mal, ich will nicht sagen, uns loben und auch stolz sein auf das, was wir hier in unserem Land geschaffen haben. IHK-Präsident Klaus Olbricht bedankte sich nicht nur für das Engagement bei den ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern, sondern auch bei den Ausbildungsbetrieben und Ausbildern, die in diesem Jahr zahlreiche gut ausgebildete Fachkräfte hervorgebracht haben. Ein Dank geht auch an die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Unternehmen, die sie nicht nur hervorragend auf die Prüfung vorbereitet haben, sondern auch vor allem auf eine erfolgreiche Berufstätigkeit. Der Erfolg ihrer ehemaligen Auszubildenden sollte zugleich auch Antrieb sein, weiterhin auf hohem Niveau auszubilden. 71 Prüfungsabsolventen aus 71 verschiedenen Berufen wurden in diesem Jahr geehrt. Sie kamen aus insgesamt 67 unterschiedlichen Unternehmen des Kammerbezirks Magdeburg. Unter den 71 Prüfungsbesten kamen 34 aus dem kaufmännischen Bereich und 37 aus dem gewerblich-technischen Bereich. Für sie stehen nun alle Türen der Berufswelt offen. Unter den besten Absolventen waren in diesem Jahr auch zwei Bundesbeste aus ihrem Beruf. Am 9. Dezember werden bei der 14. nationalen Bestenehrung der IHK-Organisationen in Berlin Jonas Mathis Röder und Sebastian Papst ausgezeichnet. Jonas Mathis Röder bestand seine Prüfung als Bergbautechnologe, Fachrichtung Tiefbohrtechnik, mit 92,15 Punkten. Er absolvierte seine Ausbildung bei der MB Welt Service GmbH in Salzwedel. Sebastian Papst ist nicht nur Bundesbester, sondern auch der beste Prüfungsabsolvent aus dem Kammerbezirk Magdeburg. Mit insgesamt 98,48 Punkten absolvierte er erfolgreich seine Ausbildung zum Gießereimechaniker bei der Technoguss GmbH in Tangerhütte. Beide bleiben als sehr gut ausgebildete Fachkräfte ihren Unternehmen treu. Ich werde zunächst erstmal ein bisschen Berufserfahrung sammeln und dann werde ich den Schichtführer oder den Meister machen, je nachdem. Na, momentan bleibe ich im Betrieb. Bin ja, wie gesagt, da Verbauer, hab eine Produktionslinie unter mir und mal gucken, denn vielleicht noch Meisterschule und dann werden wir sehen. Im Rahmen der Bestenehrung wurde das Azubi-Team der EMAG Zerbst Maschinenfabrik GmbH als beste Energiescouts 2019 der IHK Magdeburg ausgezeichnet. Die Azubis sollen als Energiescouts in ihren Ausbildungsbetrieben beitragen, Energieeinsparpotenziale zu erkennen, zu dokumentieren und Verbesserungen anzuregen. Im feierlichen Rahmen wurde anschließend der Bildungspreis der IHK Magdeburg vergeben. Geehrt wurden in diesem Jahr 16 Unternehmen, die sich in besonderer Art und Weise für die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter engagieren. Dazu zählen Themen wie die Zusammenarbeit mit Berufsschulen, die Förderung von Leistungsstarken und die Unterstützung von leistungsschwächeren Auszubildenden oder Maßnahmen zur betrieblichen Weiterbildung und Unterstützung bei Anpassungs- und Aufstiegsfortbildung. Für die neuen, ausgebildeten Fachkräfte gibt es viele Möglichkeiten, ihren beruflichen Werdegang in Sachsen-Anhalt zu beschreiten. Der Prüfungsbeste Sebastian Papst hat für die neuen Auszubildenden Tipps, wie sie ihre Ausbildung gut meistern können. Wichtig ist, sie trotzdem nochmal, also es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, auch die Berufsschule nicht, weil man kann da viel mit den Lehrern auch sprechen und sich Unterstützung suchen, wenn man mal Probleme hat. Immer offen sein, auch mit den Lehrern.